Hallo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde South Park, der Stab der Wahrheit. Wir sind jetzt hier in der Schule, um Cartman schön den Arsch von vorne bis hinten aufzureißen. Aber wir brauchen erstmal hier, was haben wir? Furzgranate? Wir müssen uns noch weiter vorkämpfen. Das wird dann noch ein bisschen dauern, denke ich. Erstmal rums. Okay. Okay, warte mal, ich habe eine andere Idee. So, da haben wir schon mal Strom. Das Ding ist kaputt und ich glaube, jetzt können wir die Frostgranate benutzen. Rums. Bam, Alter. Er hat sich gerade echt um Kopf und Kragen geredet. Alles ist irgendwie besser. Trotzdem ist er auf der anderen Seite. Butters, ey. Butters ist echt ein Idiot. Okay, was mit ihm hier? Was mit ihm? Der ist völlig verstört. So, ja, wir müssen da wahrscheinlich durch. Aber ich dachte eigentlich, wir sprechen den an und gucken nochmal. Elf, hey. Ja, was? Boah, das war aber ein hinterhältiger Sieg. Egal, was soll's. Im Krieg ist alles erlaubt. Oh, da ist Kai. Stay back, you guys. Something is seriously wrong with the hallway monitors. Help, please. Dude, that's Gary Nelson. Be careful, he can still bust us for not having hall passes. We came to school the morning after the earthquake to report for duty. We didn't know school had been canceled. We heard a sound from down here. Found this green goo. It was everywhere. It changed the other hallway monitors. Oh nein. Well, it kind of serves you right for being a patsy ass hallway monitor in the first place. Something in the goo. Den Parteigenossen! Ah! Somehow that green goo makes hallway monitors even lamer! Der Schleim macht den Gang auf sich noch idiotischer. Ja, aber ehrlich. Oh, jetzt haben die alle den grünen Schleim getrunken. Nein. Oh mein Gott. Was? Schneefall? Ich verstehe dich immer so schlecht. Jetzt haben die auch noch alle ein Schild, ey. Nein. Ja, ehrlich, sieht hier wirklich so ein bisschen so aus. So, erstmal schauen. Was haben die hier so? Nazi-Zombie, ja, immun gegen angewidert, immun gegen Heiliges. Schwach gegen Feuer angewidert. So, der auch, okay. Also, dann probieren wir es mal mit. Hiermit. Machen wir erstmal den da, oder? Erstmal den da. Der wäre erstmal am besten, wenn er weg wäre. Okay, okay. Knack. So, das hat nicht so viel gebracht, Scheiße. Ich habe mir eigentlich mehr erhofft. Okay, hauen wir mal drauf. Pau. Ja, ja, unsere Schuhe. Was? Nein! Abwehr verringert, angewidert. Ist aber auch echt eklig, wenn der so einen Zombie berührt. Scheiße, wir haben voll aus Maul bekommen jetzt die Runde. Okay, brauchen wir einen Gesundheitstrank. Nehmen wir mal einen großen. Ah, wir sind angewidert, wir können nichts essen. Oh, jetzt haben wir einen. Egal, hauen wir erstmal wieder drauf. Was soll's? Hart. Ey, die haben so viel Rüstung. Das ist nervig. Aber wir sind doch keine Rüstung losgeworden. Scheiße, warte mal. Können wir nicht Todesmarkierung? Komm, doch schon. Habt ihr verringert? Hauen wir mal drauf. Bart. Schon besser. Nein! Ist auch angewidert. Oh, wir sind down. Fuck off. Dude, what's your problem? Shit, nein! Ey, jetzt übertreib mich die Lage hier, ey. Okay, okay. Wir brauchen wieder so ein Wiederbelebungs-Buchito. So, wenn gar nichts geht, müssen wir heute mal. Ansonsten. Mal Hilfe rufen, aber erstmal hauen wir noch drauf. Wir probieren. Abgewehrt zweimal und Konter. Ein Schild weg, gut. Abgewehrt zweimal, perfekt. So, Angriff auf den. Können wir Furzattacke machen?
Ew. Bad. Perfekt. So. Dann machen wir den jetzt erstmal schon mal weg. Knack. Nein, der hat noch 34. Das gibt's doch nicht. Abgewehrt. Abgewehrt. Jetzt heilt er sich ja auf jeden. Was ist er denn für ein Mega-Atze, Alter? Komm, drauf da, drauf da. Knack. Der muss sterben, der Typ. Unbedingt. Ich kann seine deutsche Sprache auch nicht mehr hören. Nein. Gleich ist Kaito. Rotschopffähigkeit. Erfolgreich geschaltet. Was wir da genau gemacht haben, weiß ich nicht. Komm, draufhauen. Bam. 112 hat er noch. Okay, Kai darf draufhauen. Okay, dann ist der wegen schon mal noch weg. Stan meine ich. Stan, Entschuldigung. Auch wenn Stan jetzt down ist. Weil jetzt können wir ab, wenn wir wollen. Keine Chance. Okay. So. Gegenstand. Dann nehmen wir so ein Wiederbelebungs-Burrito. Komm schon. Da haben wir ihn. So, dann greifen wir natürlich an. Danach, das Schild schon mal weg. So, Stan soll nämlich jetzt ihm einen Gesundheitstrank geben, weil Stan seine Energie ist ja voll. Das hat man ja geskillt so, dass das so in Zukunft ist. Gut. Und dann kann er angreifen. Mal gucken, was er jetzt abzieht. 408. Abgewehrt und Konter. Und da ist auch das Schild weg. Abgewehrt. Ja, jetzt kriegen wir es auch down. Dann. Pam, 493. Hau du auch nochmal drauf? Pam. Vor allem Stan macht gleich allen Schaden, ne? Zombie Wiedergeburt. Was geht denn bei dem mal gar nicht ab? Arm, Alter, drauf da, ganz schnell sogar. Macht der Zombie wieder Geburt und lebt wieder. Knack, Konter. So, du Junge, ne? Du machst jetzt gleich aber erstmal einen Abgang hier, Alter. Arm, hauen wir weiter drauf. So, Stan jetzt. Knack. Und Konter. Was hast du davon? Jetzt hast du ein Problem, wa? Jetzt hast du es mit uns so zu tun. Einfach angreifen. Ey, jetzt ist der auch wieder belebt worden. Ey, ich habe jetzt echt die Schnauze voll, ganz ehrlich. Das gibt's doch nicht, ey. Knack. Also diese Zombie-Wiedergeburt ist echt nervig. Käsebällchen. Jetzt heilt er sich wieder. Ey, das ist doch nervig. Was soll denn der Scheiß? Da wäre ich auch angewidert, wenn mich so ein scheiß Nazi-Zombie berichten würde, ey. So, Todesmarkierung erstmal. So, komm schon. Rote Rakete. So, und draufhauen. Komm schon, und drauf. Ham. Jetzt wird es langsam echt knapp. So, jetzt erst down, okay. Jetzt müssen wir uns auch echt beeilen, dass wir den schnell down kriegen. Okay, wir kotzen uns jetzt gerade die Seele aus dem Leib. Und Stan ist jetzt schon mal down. Scheiße, okay, komm, draufhauen, scheiß drauf. So, komm, greif an, komm, trau dich.
Nein. Nein! Halt! Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Boah, ich habe jetzt Schnauze voll. Beschwörung. Jetzt holen wir uns. Ruft Jesus dabei und Feinde mit. Wir rufen jetzt Jesus. So. Das habt ihr jetzt davon. Jetzt ist es soweit. Jo! Alter, was geht denn bei Jesus schief? These guys don't look so good. Habt ihr es gesehen, Alter? Wie Jesus abgegangen ist mit seinem Maschinengewehr? Lock and load. Ein richtiger Rambo, Alter. Jesus geht ja mal überhaupt nicht ab, ne? Okay, oh, da ist noch eine Tasche. Hallo? Alles mitnehmen, bitte. Okay. Ey, die sind echt stark, die sind echt stark. Boah, ätzend. Schnell! That doesn't sound good. Okay, wir müssen oben, ne? Oh, jetzt geht das wieder los, Alter. Jetzt ist unser Weg frei, so wie es aussieht. Haben wir hier alles erstmal mitnehmen. Ah, jetzt kommen wir hier rein. Der ist schon mal kaputt. Your word is the command, my lord. Okay, aber mehr können wir hier anscheinend nicht. Ja, wir müssen runter, bin ich der Meinung. Aber irgendwie können wir da jetzt irgendwie gerade nichts machen. Ich weiß nicht. Wir können ja auch schlecht durchlaufen, ne? Ah, warte mal. Und Tür auf. Und Schalter betätigen. Ha. Und knack, einer auf die Mitte. Rothaariger Nazi-Zombie, du. Boah, das ist echt nicht so einfach. Was? Nö. Der bleibt doch jetzt tot, oder? Das ist der Oberleutnant. Nazi-Zombie-Feldwebel. Okay, komm, drauf, dann gleich draufhauen. Gleich volle Möhre. So, komm schon, Stan. Okay, der ist schon mal raus. Ich dachte, ja, heil dich eine Runde. Jo, was geht denn Stein mit denen eigentlich, ey, immer? Egal, der ist schon mal down gleich. Komm schon, Stan. Mach ihn kaputt. Schöner Start. Abgewehrt und Konter. Da kommt der nächste Zombie-Feldwebel. Was? So, er haut auch drauf hier. Knack. Käsebällchen. Der heilt sich jetzt auch. Okay, aber der ist dann trotzdem jetzt die Runde down. Komm. Es war echt gut, dass wir den Kommandanten schon mal losgeworden sind am Anfang. Gleich. Knack. Glück, dass wir den um das Gitter auf den Kopf geworfen haben. Ich glaube, wenn der noch dabei gewesen wäre, wäre das hier anders gelaufen, ey. So, erstmal looten. Oh, irgendwas haben wir eingesammelt. Nekromantenrobe. Aha. Müssen wir uns natürlich mal anschauen. Don't touch that green stuff. Ja, bloß nicht, Alter. Ekelzeug das, ey. Das können wir kaputt machen. Scheiß Ratte. So. Ja, können wir auch mitnehmen. Wir müssen auch nochmal unbedingt mal unsere Flicken da. Diese Dinger da ausprobieren. Boiler Room. Müssen wir da rein? Ich weiß es nicht. Müssen wir hier lang oder oben lang? Was haben wir da? Oh, wir haben genossen Reinigungsalkohol. Ach, das ist für Jimbo. Ah. Hier ist das also. Dann konnten wir das ja vorher auch gar nicht machen. Gut, machen wir das schnell mit? Ja, komm. Das probieren wir auch. So. Da haben wir jetzt die Bakterie. Oh, boy. Oh, Mann.
8580. Alter. Untersuchen. Immun gegen Magie, immun gegen angewidert, schwach gegen Frost. Stammzellenrekonstruktion. Alter. Hello? Ja, Rambul können wir das ja wohl ähnlich, ne? Können wir irgendwie die Abwehr verringern? Okay, wir probieren es mal aus. Abwehr verringert, okay. Das hat funktioniert. Hauen wir mal drauf. Schau mal, okay, 700, okay, das geht ja, das geht ja. Boah, macht aber auch über 300 Schaden, ne? Alter, krass. Okay, hauen wir mal wieder drauf. Knack. Ja, wenn wir natürlich den Schaden... Oh, Abwehr verringert auch gut. Oh, wir können ja noch Todesmarkierung, ne? Komm, mach mal Todesmarkierung. Aber verringert mal 3. Okay, dann hauen wir wieder drauf. Boah, 888, Alter, was macht denn unser Charakter jetzt? Der hat uns mit allem möglichen angekotzt, Alter, voll der Ekelige. So, Item. Gesundheitstrank. Ja, komm, ich nehme mal einen großen, was soll's. Wir brauchen Energie. Komm schon, komm schon, komm schon. Pam! Sehr schön. Bringt eigentlich was, wenn wir Todesmarkierung das immer wieder machen? Oder bringt das nur am Anfang was? Red Rocket! Rote Rakete! Abwehr verringert mal 3. Haha! Rote Rakete! Und drauf. Okay, ja, auf jeden Fall machen wir es, weil so macht es gerade gut Schaden. Also hauen wir drauf. Pam! 960. Unser Angriff sogar erhöht mal 3. Hauen wir wieder rote Rakete drauf. Red Rocket! Attack! Oh ne, nur Angriff. Oh, ich dachte, wir rote Rakete. Verteidigung 3 verringert. Okay. Feuer! Knack und wieder 900. Kombo. Perfekt. Oh, der hat sich geheilt. Der hat sich geheilt. Mit 800. Egal. Egal, egal, egal. Komm, du kriegst trotzdem welche. Knacko. Angriff, Alter. 4 hoch. Ja, ich glaube, weil das stackt sich immer, weil wir perfekte Angriffe machen. Eine rote Rakete. Kill. Töten ist auch geil. Kill. So, und Angriff. You're done. Ha. Knack. Okay. Hau mal wieder drauf. Pam! Angriff hoch 5, Alter. Der kriegt richtig, der kriegt richtig. Wir hauen mal so drauf. Wenn man selbst das jetzt immer noch so viel macht. Nee, weniger. Seht ihr, wir müssen also immer rote Rakete machen. Mega, was? Oh, Alter. Are we playing or what? Okay. Boah, krass, jetzt sind das 3. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Rote Rakete. Go, boy! So, Abwehr verringert. Wir müssen hier unbedingt loswerden. Schwertangriff, kommt schon. Boah, okay, er macht gleich aber wenigstens alle. Das ist schon mal etwas. Abgewehrt. 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 Okay, das war schon mal gut. Aber macht derbe viel Schaden. Wir müssen echt schnell welche loswerden. Okay, ich würde sagen, wir machen Todesmarkierung. Aber wenn sie nicht alle gleich wieder Stan angreifen, dann überlebt er die Runde hoffentlich. Also werden wir mal schauen. Bam! Alle wieder schön Schaden gemacht. Sehr geil. Er hat schon mal ihn angegriffen, okay. Stan ist down. Fuck. Ja, den müssen wir heilen. Den müssen wir wiederholen. Geht nicht anders. Und dann greifen wir gleich an, den oben. Wir brauchen Stan einfach, sonst haben wir echt keine Chance. So, Angriff. Bam! So. Ist jetzt Stan dran, oder? Ja, jetzt Stan. Okay. Wir machen Todesmarkierung. Jo, komm schon drauf, drauf, drauf. Go get him, boy! Genau, immer drauf. Da. So, und dann Angriff. Haya! Pam, und alle getroffen, sehr schön. Nein, scheiße. Abgewehrt. Oh, und damit Müll beschmissen, ey. So ein Penner! Okay, 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 okay. Aber wir haben ja... Ach, zum Glück haben wir vorher Stan zurückgeholt, ey. Hätten wir da voll auf Risiko
Wir sind am Arsch gewesen. Aber jetzt ist unser Angriff mal 5 wieder weg. Das ist natürlich ätzend. Aber gut, ich hoffe, wir kriegen jetzt trotzdem den erstmal weg hier. Hey, jo, einer ist schon mal los. Gewehrt. Sehr gut, so. Boah, wir haben den voll Schaden immer gemacht, ne? Und die haben jetzt trotzdem immer wieder noch, also schon wieder so viel. Fuck. Knack und drauf da. So, Angriff hoch 1. Da machen wir hier Todesmarkierung. Oder nee, pass mal auf, wir nehmen mal einen Gesundheitstrank. Dude, my injuries are super grievous right now. So, und machen dann einen normalen Angriff. Der wäre nämlich jetzt schon wieder down gewesen. Gut, dass wir das so gemacht haben. So. Okay, Angriff. Knack. So, komm schon, Stan. Da müsste rote Rakete. Todesmarkierung. Attack! So, gleich wieder Angriff kommt. Ey, das. Die Bakterie ist echt stark hier. Knack. Und drauf. Abgewehrt. Nur ein Angriff? Warum hat die jetzt nicht angegriffen? Ja gut, beschweren wir uns lieber nicht drüber. Hauen wir lieber drauf. Ha, nur noch 53. Die ist jetzt auf jeden Fall schon mal down. So, dann machen wir diesmal die Todesmarkierung auf den anderen. Red Rocket. Damit die Abwehr verringert ist, denn der andere ist ja sowieso tot. Von daher ist das ja nicht so gut. Ha. Abgewehrt. So, und jetzt hauen wir drauf. Das muss jetzt schnell gehen. Bevor da wieder irgendwelche Faxen hier macht, von wegen, ich teile mich mal kurz in 3 Stücke oder so. Nee, 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 nee. So, Todesmarkierung. Kill. Und Stan, Angriff. Knack. Okay, abgewehrt. Das war schon mal nicht so verkehrt. Drauf. Pam. Könnte... Oh, nee. Todesmarkierung. Könnte reichen. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Go, boy! Der ist jetzt unter 800. Mit etwas Glück. Ha. Nee, 89 hat der Penner noch. Aber wir dürfen nochmal, also scheiß drauf. Und pam! Oh my God, we killed the enemy! Ja, das war ein starker Feind. Ein echt starker Feind. So... Leuchtenden Schleim, benutzte Spritze, Machttrank und Geld haben wir dann. So. Dafür haben wir die Quest wegen Jimbo da schon mal wieder einen Teil gemacht. Boah, der war aber auch echt stark, Alter. Hohoho. Krasse Bakterie. So, und dann geht's weiter. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir müssen aber noch Kappen in den Arsch treten. Achso, haben wir irgendwas benutzt, was wir jetzt einsammeln können? Gesundheitstrank? Nein, leider nicht. Nein, nein, nein. Und hier? Nein, auch nicht. Schade. Wäre gut gewesen. So, dann müssen wir hier hoch. Ausgang? Hä? Wieso Ausgang? Ach so, okay, okay. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommen wir hier ganz wieder raus, aber Douchebag, wir müssen ja noch... Douchebag, if you're listening, I know you've been tricked, but I forgive you. Join me again, and together we'll rule the land as master and slave. Haha, nee, ich schließe mich dir nicht an. Du bist nämlich ein Cheater, Junge. Cartman ist ein Cheater. So sieht es nämlich aus. So und nicht anders. Ja, warte mal, da ist Basketball. Können wir ihn kaputt machen? Jo. Können wir zerfetzte Plastik einsammeln? Er ist ein Elf, das heißt, er ist ein Mensch. Oh, ich dachte, wir können ihm helfen, aber nö. So, was haben wir hier Schönes drin? Klee, Puppe der verwöhnten Huche. Bettlerarmband, Liste der Mädchen. Okay, behalten wir mal alles. Herr unserem Philipp, was geschah mit meiner Schule? Boah, er kennt aus der Folge. Ach, die Scheiße, ja. Okay, weiter. Hab immer ein oder zwei Machttränke im Inventar. Deine MP werden so, erst here, am Ende ready. Des Kampfes aufgefüllt. Okay. Boah, Alter. Hey, Douchebag, how'd you like some flaming dog too? Hey, cover. You suck, Butters. Schießt er uns? Ah, aber warte mal, das können wir vielleicht für uns benutzen. Scheiße. You'll regret nee, schnell this, weg, schnell weg, schnell weg. Okay, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber.
Did you shit your pants? Shit. Ich dachte, wir können damit vielleicht dann hier so dieses Ding anzünden. You suck, Butters. Sick! The wall's coming down! Dude, what's your problem? Ich muss das mal anlocken. Dass er genau hier vorschießt. Ich gehe mal ein Stück zurück. Jetzt schnell. Nein, das hat nicht funktioniert. You'll regret this, Butters. Okay, da ist so ein Ding. Nein, das ist doch scheiße. You humans are worthless, Butters. Das klappt nicht, das klappt nicht. Okay, pass mal auf, dann probier's mal anders. Alien-Sonde. Versuchen wir erstmal hier wegzukommen. So. Sind wir hier oben? Können wir hier runter? Ah, okay, okay. Ich hab das vielleicht jetzt? You'll regret this, Butters, you fucking dumbass. Look out below! Scheiße. You humans are worthless, Butters. Das müsste doch gehen, oder nicht? You suck, Butters. Ich meine, wie wollen wir das sonst machen? You'll regret this, Butters. Ah. Bam. Okay, das hat schon mal gesessen. Und jetzt alle drauf und knack. Sind jetzt direkt angewidert? Wäre natürlich derbe, ne? Müssen wir auch gegen Butters kämpfen jetzt? Let's go, dude. Nee, Butters ist noch nicht dabei. Einer ist schon mal down. KKK-Soldat. Okay, pass auf. Dann versuchen wir den ja als erstes mal wegzukriegen. Einer weniger, der Schaden macht. Bam. Okay, der ist schon mal weg. Den da hinten haben wir auch gleich mitgetroffen. Reflektiert. Okay, das heißt, wir können ihn mit normalen Angriffen schon mal treffen. Was? Der hat ihn wiederbelebt. Nein, nein, nein. Wir müssen den loswerden da hinten. Warte mal. Bogen. Den müssen wir unbedingt loswerden. Der heilt ihn nur wieder. Knack, der ist schon mal weg. Shit, den hätten wir als erstes platt machen sollen. Jetzt haben wir den ja wieder. Boah, der hat so viel Rüstung. Egal, egal. Draufhauen. Komm schon, Stan. Komm schon. Schön, Rüstung weg erstmal. Passt schon, das passt schon. Jetzt hat er sich ein Schild aus der Mülltonne geholt. Das gibt's doch gar nicht. Nein. Nein, nicht. Aua. Es hat wehgetan. Das war nicht nett. Okay, der oben ist angewidert. Dann hauen wir hier auf ihn noch drauf. Knack. Schaden und dein blödes Schild ist weg. Los, Stan. Komm schon. Komm schon, treff ihn richtig. Okay, der andere hat sein Schild auch bald kaputt. Reflexionshaltung. Ja, das kann doch ich machen von mir aus. Mit Bogen angreifen wollen wir ihn ja gerade sowieso nicht. Nein! Oh, Stan ist down. Nein, 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 nein. Okay, dann machen wir es jetzt hier. Knack, der ist schon mal weg. Angriff erhöht mal 4. Okay. Knack. Jetzt komm schon, darfst du einmal angreifen. Komm schon, nach bist du down. Angewidert. Unzerstörbar, was? Dann nochmal drauf. Komm schon. Das muss doch klappen, ey. So, dein Schild ist schon mal wieder weg. Oh, wir dürfen sogar nochmal. Und da ist er weg. Tja. Knapp. Aber wir haben es gepackt. Die Eingangshalle ist gefallen, ja. Das kannst du aber laut sagen. Oh, da kommt Kai. Good work. Douchebag, man the catapult and let our guys in the front door. Everyone fall in. Okay, wir müssen also weiter, sagt Kai. Tempotränke haben wir voll, ey. Oh, krass. Ah, ja, das ist auch noch so. Okay, wir unseren Arsch an das Katapult bewegen. Use your magic to open the front door. Okay, machen wir. Magie benutzen, um die Vordertür zu öffnen. Haben wir gemacht. Okay, now through the main door, before they can regroup. Okay. You take point, we'll rally behind you. Gut. B.
Begib dich ins Klassenzimmer der vierten Klasse. Alter, wir haben die Eingangshalle auch schon geräumt. Derbe, wir kommen gut voran. Aber das Klassenzimmer der vierten. Den Kampf gegen Cartman. Den machen wir erst in der nächsten Folge von South Park. Der Stab der Wahrheit. Betrogen. Der Frieden, wie wir ihn einst kannten, lag in tausend Schritten. Das war South Park, der Stab der Wahrheit. Oh, und nicht nur, dass die Kinder den grünen Schleim getrunken haben und zu Nazi-Zombies werden. Nein, wir haben auch noch gegen die Bakterie gekämpft. Ey, die war echt stark. Da muss man echt aufpassen, obwohl die Nazi-Zombies auch nicht verkehrt waren, ne? Aber bei den Nazi-Zombies hat uns Rambo-Jesus geholfen. Alter, ist mein Dick mit Sonnenbrille. Bam, 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 bam. Der geht ab, Alter. Wir müssen mal gucken, ob er bei Cartman, wenn er in der nächsten Folge, wenn wir gegen ihn kämpfen, bevor ich mal echt ausgehe, weit kann es nicht mehr sein, ob wir da nicht mal Dings auswählen, Mr. Hanky. Mal sehen. Aber das und mehr natürlich in der nächsten Folge von South Park, der Stab der Wahrheit, mit mir, eurem Jani. Also haut rein. Bis dann und ciao.